Hallo, hier ist die Kati und heute schauen wir uns von Schleich, Puzzle Melts, Wildlife, 5 von diesen Packungen an. Da ist immer ein halbes Tier drin und man soll die dann verbinden können. Ich bin ganz doll gespannt. Gibt das auch noch von Farmworld, werde ich auch noch auspacken. Wir fangen jetzt aber erstmal hier mit Wildlife an bei diesem Video. Und ja, hier seht ihr ein halber Eisbär und dann sollen verschiedene Poscher drin sein. Und dann kann man die untereinander zusammenstecken können. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und wie das auch passt vor allem. Holen wir mal unseren Eisbären hier raus. Also der Eisbär ist... Och, der hat aber ein schickes Gesicht. Der ist süß. Nicht besonders... Also ist er ein Tacken kleiner als ein echter Schleicheisbär? Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Das ist noch ein junger Eisbär, würde ich sagen. Und hier ist dann dieses Verbindungsstück. Ja doch, also der ist schon schwer, ne? Ist schon Schleichqualität. Hier unten die Füßchen. Er sieht niedlich aus. Doch, der ist ganz hübsch gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir denn da jetzt für einen Hintern zu kriegen. Wir kriegen den Koala-Hintern. Okay, schaut mal hier. Das ist ein Koala-Bär, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so mit diesen Füßchen. Und jetzt gucken wir mal, wie das passt. Ich meine, klar, dann kann man auch nicht so einen riesigen Eisbär nehmen, wenn man da einen Koala dran machen will. Sonst passt das ja nicht von den Proportionen. Aber, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das passt ja auf. Das ist richtig, hier ist gar kein Übergang zu spüren. Wenn man jetzt die Augen zumacht, das merkt man nicht, dass da was ist. Richtig, richtig gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das gefällt mir gut. Das sieht süß aus. Sieht aus, als wenn der Eisbär eine graue Hose anhätte. Das passt auch von den Füßen gar nicht so schlecht. Ich glaube, das wird den Kindern Spaß machen, die ab und wieder neu zu machen. Gucken wir mal, was wir den anderen haben. Hoffentlich wiederholen sich dann die Hinterteile nicht. Aber das ist schon mal unser Nummer 1. Machen wir hier mal weiter. Hier ist also schon der Elefant zu sehen. Und dann gucken wir mal hier rein. Oh, nicht luschern. Hier ist der Elefant. Sieht aus, als wenn er lächelt. Ist das süß. Also es sind dann wirklich auch so kleine, ne? Das ist dann ein Baby-Eisbär und das ist dann ein kleiner Elefant. Aber die Ohren sind niedlich gemacht. Der Rüssel, hier so ein bisschen, ne? Ein bisschen weich. Ist halt super. Ist halt Schleichqualität. Kann man nichts anderes sagen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier schon mal den Eisbären liegen haben. Machen wir mal den Poscher dran. Das sieht so gut aus. Also das ist wirklich witzig. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so lustig ist. Richtig schön. Gefällt mir gut. Gucken wir mal, welcher Po jetzt dabei war. So, du kriegst jetzt deinen Koala-Po zurück. Und dabei ist, was haben wir hier? Ein Gorilla? Ich glaube, das ist ein Gorilla-Hintern. Oder? Doch, ich glaube, das müsste ein Gorilla-Hintern sein. Mal gucken. Sind ja wahrscheinlich die Tiere, die vielleicht drauf sind, vorne auf der Verpackung, dann auch jetzt überall dann drinne. Jetzt kriegt der Elefant erstmal, also das passt hier auch. Das ist ja richtig, richtig gut gemacht. Und der Gorilla hat richtig schönes Fell und der Elefant so diese Elefantenhaut. Und trotzdem passt es richtig gut. Sehr, sehr schön. Sieht auch total witzig aus. Jetzt warte mal, wenn man jetzt dem Eisbären den schwarzen Po gibt. Ach, ich könnte ja jetzt hier schon stundenlang wahrscheinlich diese Sachen kombinieren. Das sieht doch auch gut aus. Ein Schwarz-Weiß-Bär. Das ist richtig cool. Aber vielleicht ist das auch gar kein Gorilla, sondern so ein Braun... Nee, so ein Schwarzbär? Nee. Na gut, wir gucken mal, was noch so kommt. Lassen wir mal unsere Teile hier so liegen. Ist sieht mir so ein bisschen schlimm, sieht es auch aus, wenn man hier so die einzelnen Tierteile liegen hat. Aber okay, machen wir mal den hier, weil guck mal, hier ist nämlich ein Gorilla drin. Und vielleicht passt das mit dem Po. Mal gucken, wie es dann aussieht. Also hier haben wir den Gorilla. Hier ist der Hintern. Einmal zusammen. Und das passt. Okay, ja, das ist doch richtig gut. Der sieht wirklich gut aus. Und das ist eigentlich auch kein Unterschied, ne? Ob man jetzt da gleich den richtigen Gorilla kauft. Also jetzt als richtiges Schleichtier oder jetzt hier das zusammensteckt. Das merkt man nicht besonders. Schön sieht er aus. Ich weiß nicht, sind die richtigen Gorillas auch so komplett schwarz im Gesicht? Das finde ich, das sieht jetzt ein bisschen einfach gemacht aus, aber vielleicht ist es wirklich so. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Wie können wir jetzt hier tauschen? Ein Gorilla-Koala. Ja, also es passt alles super, ne? Das kann man jetzt gar nichts gegen sagen. Und welchen Po hast du dabei? Tada, den Elefanten-Po. Also am Ende hoffentlich haben wir dann alle Tiere zusammen. Obwohl, ich weiß gar nicht, gibt es, wir haben jetzt 5 Packungen. Gibt es mehr als 5?
Das ist jetzt auf jeden Fall der Elefant. So wird es dann aussehen als Gorilla-Fand. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus mit dem langen Rücken, aber immer noch total niedlich und lustig. So, Elefant. Das passt. Süß. Und er hat sogar so ein bisschen, ne, so eine leichte Biegung drin, also wenn er sich auch fortbewegt. Ja, sehr schön. Sieht richtig gut aus. So, kommst du hier mit zu den Hintern und du kommst hier vorne mit dazu. Nächste. Hier haben wir, das sieht aus wie ein Fuchs, oder? Huch. Ach Mann, jetzt habe ich mit dem Hintern angefangen. Huch, na gut. Jetzt kommt uns der Hintern schon entgegen. Oh, jetzt haben wir tatsächlich zweimal den Elefantenhintern. Also es ist tatsächlich anscheinend Zufall, was hier hinten drin ist. Und nicht, dass immer... Naja, also nicht, dass ihr jetzt gucken könnt, was ich drin habe, dass ihr das auch drin habt. Es kann also tatsächlich wahrscheinlich unterschiedlich sein. Jetzt haben wir also zweimal den Elefantenhintern. Wir kriegen aber jetzt als Vorderteil... Jetzt hier vorne gibt es für uns einen Fuchs, der wiederum dann relativ groß ist, wenn man ihn mit so einem Elefantenbaby vergleicht. Aber das darf man wahrscheinlich ja nicht so ernst nehmen, oder? Oder soll das kein Fuchs sein? Soll das irgendwas anderes sein? Nee, ich glaube schon, das ist ein Fuchs, oder? Hm, was machen wir denn draus? Ein Fuchsefant? Okay, was geht noch? Der Fuchsorilla. Auch schön. Und der Fuchsokoala. Also das macht schon Spaß. Und es geht auch ganz leicht rein und raus. Das kriegen die Kleinen schon hin. Das ist ja, finde ich, auch wichtig, dass man, ne, da nicht immer bei jedem andauernd gerufen wird. Sagen wir es so, ne? Ich habe keine Lust, wirklich andauernd zu kommen und diese Dinger dann wieder neu zusammenzustecken. Das ist schön, wenn die Kleinen das alleine hinkriegen. Das stärkt ja auch deren Selbstvertrauen und dann ist es super. Und als letztes haben wir hier noch ein Löwenkind. Diesmal fangen wir aber wirklich hier auf der Seite an. Also wir haben hier den kleinen Löwen. Ja, sieht aus wie Simba. Ein bisschen, oder? Sieht eher aus ein bisschen wie Nala, oder? Aber auf jeden Fall niedlich. Was kriegst du? Wir haben so viele Elefantentosch. Ein Löwofant. Oh, schön. Und ein Löworilla. Oh, das sieht aber irgendwie gut aus, oder? Also hier werden ganz neue Tiere kreiert. Sehr gut. So, und jetzt haben wir den Löwen und der kriegt als richtigen Poschi den Eisbärenposcher. Erstmal kriegt unser Löwe den Job. Ja, sieht gut aus, ne? Mit so vorne so zarte Händchen und hinten so richtig dicke Stammwelle. Na gut, komm mal her. Geben wir mal dem Eisbär seinen Hintern. Ah, perfekt. Richtig schön. Also richtig, richtig, richtig schön. Wir gucken mal, wie wir das hier zusammen kriegen. Gorilla, Elefant. Also die drei haben wir sozusagen fertig bekommen. Und jetzt haben wir hier noch einen Koala-Hintern, noch einen Elefanten-Hintern und einen Löwe und einen, ich glaube, es soll ein Fuchs sein. Also sagt mir bitte, wenn es was anderes ist, wenn es jetzt irgend so ein Wüstenfuchs oder irgendwas anderes ist, wegen Wildlife. Aber ich glaube, zu Wildlife gehört ja auch so diese Reihe mit Rehen und Füchsen und so, oder? Kann das sein? Naja, müssen wir jetzt keine Wissenschaft draus machen, glaube ich. Ist auf jeden Fall sehr spaßig und wirklich, ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich nehme sie nochmal auseinander, dass ihr mal sehen könnt, was alles jetzt dabei war. Kann ich nur empfehlen, wenn die Kinder da auch Spaß dran haben, da so ein bisschen mit rumzuspielen. Es ist eine ganz coole Sache. Und man braucht natürlich ein paar mehr, damit es dann auch wirklich ein bisschen... Ja, also ich glaube, mit einer Packung kommt man da nicht weit. Da sind dann schon so 3, 4 Packungen. Braucht man dann vielleicht eher schon, damit es dann wirklich auch Spaß macht. Also von mir einen Daumen hoch für diese Teile. Und ja, ich werde auch noch die Farmworld davon auspacken. Also wenn ihr da Lust drauf habt, guckt euch das Video auch noch an. Und ja, Däumchen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!